Ich werde zu Hause bleiben. Ich werde ganz nebenbei meiner Tochter beim Erwachsenwerden zuschauen. Ich werde Ballettaufführungen mit ihr besuchen, Sinfoniekonzerte. Ich werde sie in die Welt der Dichter und Philosophen einführen. Sinfoniekonzerte. Haben Sie Kinder? Kinder sind etwas Wunderbares. Sie machen aus uns bessere Menschen. Bis dann aus dem kleinen, süßen Kind plötzlich ein Pubertier wird. So gehst du mir nicht in die Schule. Papa, ich krieg dich wieder ein. Du ziehst dich jetzt um. Du ziehst dir was anderes an. Bitte, lieber Gott, bitte lass es ein iPhone sein, bitte. Alles Liebe zum Geburtstag. iPhone. Das ist stark, super. Echt geil. Siehst du, was habe ich gesagt? Sie freut sich. Ich muss das echt noch verarbeiten, Papa. Für mich ist Erziehung Kommunikation. Vielleicht sagen wir mal guten Abend, junger Mann. Carla, du musst aufstehen. Bald ist es fast unmöglich, die Biester wach zu kriegen. Carla, es ist Zeit, aufwachen. Es wird lebensgefährlich. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Was schöne Augen. Du hast auch wunderschöne blaue Augen. Wie die von Fiona aus Schreck 2. Also, bevor sie ein Oger wurde. Guten Morgen. Morgen auf der Party. Machst du bitte nichts Peinliches? Hey, ich bin der Master of Disaster. Nein, nein! Sonnenstrahlen tanzen meine Träume rein. Guten Morgen. Text du noch ganz richtig? Was bitte hast du verbrochen? Nicht traurig sein. Guten Morgen. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe meinen Körper. Das ist mein Schau mal, meine geilen Radhausen. Wie eng die anlegen, wie geschlechtsbetont die sind. Ich werde wahnsinnig. Das ist das Grauen. Guten Morgen, guten Morgen. Ich brauche eine verlässliche familiäre Struktur und verbindliche Rituale. Ich hab dich lieb. You are the love of my life. Ich würde gerne Moritz besuchen, lieber Papa. Ich würde gerne da übernachten. Du, gar kein Problem, klar. Echt? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, hallo. Glaubst du, das habe ich ernst gemeint? Hallo! Hi!